Die SKGD hat die Möglichkeit, oder wenn du in der SKGD arbeitest, hast du die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Institutionen zusammenzuarbeiten. Joanna Hasser, Pressesprecherin und stellvertretende Geschäftsführerin in der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen in Oberschlesien. Also ich bin in der deutschen Minderheit gelandet durch den BODM. Ich bin natürlich Mitglied der Gesellschaft, aber erst durch die Jugendorganisation bin ich wirklich aktiv geworden. Der BODM hat mir den Grundstein quasi gelegt für die weitere Aktivität in der deutschen Minderheit. Und dann nach 5 oder 6 Jahren habe ich mich dann bei der SKGD beworben für eine Stelle und seitdem bin ich in der SKGD tätig. Ja, es sah so aus, dass ich erstmal ein Praktikum gemacht habe mit meinen Freundinnen aus dem Studium. Wir haben damals Germanistik studiert und wir haben nach einer Institution gesucht, wo wir einfach unsere Kenntnisse, die wir im Studium dann erworben haben, in die Praxis umsetzen können. Und da ich die SKGD schon früher kannte, habe ich natürlich dann an sie gedacht und so bin ich hierher gelangt. Ich heiße Jana Herut. Ich sage immer, dass die Arbeit in der SKGD eine kreative Arbeit ist, weil man immer seine eigene Idee in die Tat umsetzen kann. Also wenn ich eine Idee habe, ein Konzert zu machen, ein Buch zu schreiben, Workshops für Kinder, Jugendliche zu machen, für Ältere, dann kann ich das jederzeit in die Tat umsetzen. Und ich denke, das gibt einem das Gefühl, wo man sich wirklich wohlfühlt in der Institution, genau wegen der Sachen, die man dann selber sich ausdenkt und dann macht. Paulina Wałaszek, koordynatorka zespołów artystycznych TSKN. To jest praca, która oprócz pracy tutaj, w biurze, akurat dzisiaj, wymaga ode mnie tego, żebym wyjeżdżała, spotykała się z ludźmi, organizowała koncerty, ale także parzyła kawę i po prostu rozmawiała z ludźmi. Najbardziej ta praca jest dobra dla młodego człowieka, szczególnie dla takiej osoby, która uważa, że ma wiele predyspozycji albo dopiero chce je w sobie odkryć. I myślę, że tutaj może je odkrywać przez to, że w tej pracy trzeba wykazywać się kreatywnością i tę kreatywność naprawdę tutaj na bieżąco można odkrywać. Ja, ich würde auf jeden Fall das Praktikum weiterempfehlen und also für mich war das damals ein Mega-Job, ein mega erster Job, ja, eine gute Berufserfahrung. Und ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Also, wenn ihr die SKGD und die deutsche Minderheit kennenlernen möchtet, dann kommt und seht selber.